Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen im Teil 6 der Wegkreuzungen. Diesmal geht es um die Wiederauferstehung. Wie kam der Uwe aus dem Sumpf, aus dem Dreck, aus dem Elend wieder raus? Ja, das muss ich sagen, die alten deutschen Tugenden, Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin, Geschäftssinn. Ja, natürlich der Daimler, ist klar, wo ich weiterhin da mein gutes Geld verdient habe. Kleine Wohnung, Geschäftssinn, war bei mir immer schon ziemlich ausgeprägt, sagen wir es mal so. Also auch als Kind schon, als kleines Kind, ne? Beim Nachbar Rasen gemäht, Auto waschen. Aber auch, ich hatte eine gute Idee schon damals gehabt. Stellst dich vor den Supermarkt und wartest dann auf die alten Omas da und trägst die Einkaufstaschen nach Hause. Oder am Fahrrad drangehangen. Ne? Und dann mit die Omas mit Taschen getragen. Ein paar Mark 50 daran jetzt verdient. Ich hatte später sogar meinen Kundenstamm jetzt gehabt, wo die Omas dann jetzt schon mit dort Termin ausgemacht haben. Uwe, nächsten Freitag 16 Uhr stehst du wieder hier und dann fährst du mit deinem Fahrrad und die Taschen nach Hause. Du weißt ja jetzt, wo ich wohne, hier hast du 5 Mark und dann hast du dein Geld verdient. Ne? Also ne, damals schon hatte ich einen guten Geschäftssinn. Kam mir natürlich in dieser Zeit auch wieder entgegen. Also ich hatte da schon meine Geschäftssinn gehabt, wo ich da noch nebenbei Geld verdient habe. Natürlich habe ich alles natürlich beim Finanzamt und Jugendamt dann gemeldet, selbstverständlich. Ne? Also ich habe ja keine Schwarzarbeit gemacht, um Gottes Willen, nein. Ne? Ja, diese Zeit hat mich natürlich auch geprägt, das ist auch klar. Aber es war auch wirklich der Tritt in den Arsch von den deutschen Behörden, von den deutschen Gesetzen, wo ich wirklich gesagt habe, nein Uwe, du bleibst nicht in Deutschland. Deutschland hat mich nicht verdient. Ich will für diesen Bürokratie, für diese Politiker, für diesen Staat, will ich kein Geld mehr verdienen. Ich will nicht, dass die meine Steuern bekommen. Es war also für mich ausschlaggebend, wo ich jetzt gesagt habe, nein, steh wieder auf, mach dein eigenes Ding und versuch wirklich rauszukommen aus Deutschland. War ausschlaggebend, ne? So kam ich dann nach und nach doch wieder zu etwas Geld. Es reichte sogar schon mal wieder für ein vernünftiges Auto. Jaguar X300, Rechtslenker, ja, in Rot. Ein tolles Auto auch. Ne? Ja, beim Daimler war es mittlerweile so, ich kam vom Band weg. Ich kam Vormontage, kam ich rein und später dann auch ja, einen Schritt schon in die Logistik rein. E-Wagen jetzt gefahren, Staplerführerschein jetzt gemacht da. Also es war dann schon etwas angenehmer, wie am Band zu arbeiten. Und irgendwann so langsam, wo man dann wieder Geld hatte, ging es dann endlich auch mal los nach Thailand. Ne? Ja, wie der Kollege da gesagt hat, komm mal nach Thailand rüber da, ne? Besuch mich mal in Pattaya. Ich war in Pattaya, aber ich habe ihn niemals da jetzt besucht dann da, ne? Ja, wie war Pattaya? Ich muss sagen, wo ich dann das erste Mal da war, ich war in dem Hotel Savadisiam, hier an der Soi mit Bukau. Ne? Und der Kollege sagte damals auch, ey, bist du gleich mittendrin eben jetzt geschehen, ne? Mit dann da, ne? Ich wusste das ja, das ja nicht. Ne? Ja, wo ich dann da war in Pattaya erstmal, muss ich sagen, also es hat mir, es kam mir langweilig vor, muss ich sagen. Ne? Also von den Damen her, also die waren ja wirklich ein ganz anderes Kaliber. Ne? Also ruhig und distanziert, ne? Im Gegensatz zu Kenia da. Ne? Um nicht zu sagen, langweilig diese Frauen da. Ne? Also die kamen ja nicht vom Hocker runter, ne? Sag mal so. Ne? Also es war schon eine ganz andere Welt von den Damen schon mal.
Okay, es war wesentlich sauberer, es war wesentlich sicherer, muss ich sagen. Das war ja schon mal ein Vorteil. Und sonst fand ich es auch teurer, muss ich sagen. Wenn du so reingehst hier in Walking Street dann da oder Soi 6 oder so, ne? Das war natürlich alles wesentlich teurer. War eine andere Welt. Ne? Okay, es war sauberer, es war sicherer. Das war schon mal nicht schlecht dann da. Ne? Aber von den Damen her, ganz anderes Kaliber. Du musst denken, wenn du jetzt in Kenia warst, du konntest ja nicht eine Minute irgendwo jetzt alleine sitzen, irgendwo in den Bars drin da. Ne? Schon hast du da hier gleich vier, fünf Frauen jetzt gehabt. Da, ne? In Thailand sitzt du da stundenlang irgendwo. Da bemüht sich noch nicht mal eine Dame, da mal aufzustehen. Da, ne? Faul, oder? Ja, tanzen konnten sie auch nicht. Ne? Konnten also auch nicht tanzen hier. Also das ist ja ganz was anderes, wenn du mal in so eine Gogo-Bar da mit drin bist, dann da. Was ist das denn da, ne? An der Stange da? Was ist das? Also, das ist kein Tanzen, das ist nichts, ne? Also, Englisch konnten sie auch alle nicht. Also ich war also von dem, was er mir da vorgeschwärmt hat von Thailand, erstmal nicht so angetan, sag ich mal ehrlich. Ne? Auch das Wasser da so schmutzig da mit Pattaya, da konnte es auch nicht reingehen. Also das erste Mal war schon eine Enttäuschung, muss ich sagen. Echt wahr. Ne? Naja gut, das habe ich dann erstmal gemacht. Erstmal einen Roller ausgeliehen, ne? Und dann die Stadt erstmal jetzt erkundet. Ne? Bin ich einen Tag wirklich nur durch Pattaya durchgefahren. Um zu sehen, wo bist du hier, wo kommst du dahin, ne? Und dass man die Stadt erstmal ja so kennt, ne? Gibt's dann da. Aber ich muss sagen, man kann natürlich in Pattaya ganz einfach und easy eine Rolle ausleihen, aber ich bin alter Motorradfahrer und ich kann fahren. So, wenn aber einer jetzt denkt, er könnte in Pattaya easy da jetzt eine Rolle ausleihen, ja, kann er machen, aber fahren kann er nicht. Fahren kann er nicht. Und da ist in dem Verkehr jetzt zu fahren. Also sollte man wirklich schon Roller fahren, Motorrad fahren können. Ne? Also das ist wirklich, wie die da fahren, ist schon nicht mehr ganz normal. Ne? Naja gut, ich habe auch da viele Unfälle da schon jetzt gesehen, auch über die nächsten Jahre mit daher. Ne? Es waren viele auch Touristen jetzt dabei. Ne? Aufpassen, ne? Mit dem Rollerfahren da. Ne? Ja, und dann habe ich irgendwann Porn schon kennengelernt. Das ging eigentlich schon im ersten Urlaub da so los. Sie war aber nie so in der Szene da so richtig drin da, ne? Und war nicht so wie soll man sagen, mein Style so in der Zeit drin da, ne? Das war mir, bei mir war es dann da ein bisschen wilder, ein bisschen deftiger so, ne? Also da war mit Porn da nichts, ne? Also war ein bisschen anders, ne? Ja gut, ja, wo war ich denn da? Walking Street hier, Soi Bukhao da und ach, es hat mir alles nicht so richtig so jetzt gefallen dann da. Am besten war es wirklich noch an der Beach Road, muss ich sagen. Beach Road, da so sitzen da, mit den Mädels quatschen, wenn sie Englisch konnten. Changbier holen vom Supermarkt und dann vom 7-Eleven. Und dann war es da ganz lustig, immer so, muss ich sagen. Ne? Kleine Story nochmal jetzt daraus. Bin ich an der Beach Road lang jetzt gelaufen da und eine von den Mädels da, I go with you for 20 Baht. Super Preis, ne? Ja, geil. Ne? War natürlich ein Spaß. Ne? Sie hatte da jetzt Geburtstag gehabt. Und setzt sich dahin da und sie gibt aus, ne? Ja, oh, geil, ne? Okay, gut. Ja, hat sie echt, die hat ausgegeben da, ne? Wie alt war sie? So 22, schätze ich mal, ne? War auch noch ganz frisch in Pattaya da so drin, hatte keine Wohnung gehabt da, die war auch noch ganz, ganz neu da. Auf jeden Fall, dann ja, lustigen Abend gehabt da und die Kleine wurde immer voll, die war nachher, war die hackedicht, ne? Konnte gar nicht mehr laufen dann da, ne? Ja, ist sie dann mal wieder rüber hier auf der anderen Straßenseite da zum Seven, da hat wieder Bier jetzt geholt da und dann war so ein Thai-Mann und der machte dann Ärger da. Ne? Sie kam wieder rüber da und der Thai-Mann am Schimpfen da, ich weiß nicht, was da genau abging da. Ne?
Auf jeden Fall, ja, dann mal hier, weiter geht's, jetzt gesoffen da. Ne? Na gut, bis es dann schon mal spät war, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, ich weiß es nicht, war schon verdammt spät. Ne? Na ja, gut. Natürlich hatte ich keinen Alkohol getrunken, sonst würde ich ja keinen Roller fahren, ist ja klar. Ne? So. Auf jeden Fall, ich habe dann meinen Roller geholt und sagte zu der Kleinen hier, weil sie ja keine Gewohnung hatte, auch dann da, sie wollte mitfahren. Ja, wird's dann da, na ja, gut. Ich hatte auch ein bisschen Bedenken, weil die wirklich rotzedicht war. Ne? Die war rotzedicht dann da. Ne? Ja gut. Dann habe ich meinen Roller jetzt geholt und sie kam dann gut mit dann da. Und dann war dieser Thai-Mann war wieder auf der anderen Straßenseite da, wo ich meinen Roller hatte, auch und da am Schimpfen da und am Ziehen und am Machen da. Und ich denke, scheiße, ne? Misch dich da mal nicht ein hier in deinen ersten Urlaube hier da. Ne? Nicht, dass du da noch mit einem Thai-Mann da Ärger kriegst. Ne? Und ich sage, was ist jetzt? Kommst du mit? Kommst du jetzt gut nicht mit? Ja? Nein, hin und her, jetzt hin und her. Auf jeden Fall, ich bin dann schon losgefahren da und sie dann noch hinten da mit dem Thai-Mann am Schimpfen. Da gab es auch so eine Rangelei und auf einmal schreit sie da, hey, stopp, da. Und sie läuft da weg, springt auf den Roller drauf, ne? Und zack, gibt Gas. Ne? Ja, ich bin dann nach Haus gefahren dann da. Ja, wie gesagt, die war hackedicht, ne, wirklich, also, na ja, gut, aber so ist halt in Parteien, ne, gewesen, na ja, gut. Kleine Story mal. Und mit Porn hat sich auch so langsam entwickelt da, so tagsüber, dann sind wir dann so fortgegangen, da hat sie mir dann Thailand gezeigt, ne, also Big Buddha, Mountain Buddha, die ganzen Sehenswürdigkeiten, was man sich dann da so anschaut, so, ne, als neuer Tourist. War ja auch ganz interessant dann da und hat sich dann so doch so langsam doch so eine Beziehung entwickelt, ne, muss ich sagen, ja. Und dann auch mit der Zeit dann immer mehr. Ich war ja auch dann öfters immer in Thailand gewesen, ne. Ja, 2-mal, 3-mal im Jahr so, ne, war ich bestimmt dann wieder in Thailand gewesen. Ja, bis sich dann richtig da eine Liebe entwickelt hat und dann wollten wir ja, dass sie nach Deutschland kommt oder ich wollte jetzt ja das ja. Sie hat ja dann auch einen Antrag gestellt, ich ja auch hier von wegen Einladung Thailand nach Deutschland hin. Ne? Aber die Story habe ich schon erzählt, ne? In einem von meinen ersten Teilen, wo dann die deutsche Botschaft in Bangkok den Antrag dann abgelehnt hat. Sie durfte also nicht kommen. Sie hatte ja Arbeit, sie hatte ihr Haus, ihre Eltern lebten noch, aber sie hatte ja kein Kind. So, und dann hieß es ja, Rückkehrwille nicht ersichtlich und der Antrag wurde dann damit abgelehnt. Ne? Fand ich auch eine Riesensauerei, muss ich echt sagen, dass ich als Deutscher, darf nicht meine Freundin einladen. Das sagt der deutsche Staat, nein. Warum? Ja. Wieso darf ich nicht meine Freundin nach Thailand einladen? Wieso mischt sich der Staat auch dort wieder ein und sagt nein? Also, unglaublich. Ne? Habe ich aber schon erzählt in einem anderen Video drin. So blieb nur wieder übrig, Uwe muss wieder nach Thailand hin, seine große Liebe wieder besuchen, ist ja klar. Ja, waren wir auch dann da und dann hieß es ja aber auch mal, Uwe, du musst mal die Eltern auch natürlich kennenlernen da. Ne? Ja gut, von Pattaya bis nach Bungan dann hochfahren, ne, mit dem Bus 14 Stunden oder so. Ne? Vorhin war ja damals schon sparsam. Und meinte sie ja, okay, wir fahren dann mit dem Bus, ist nicht so teuer wie mit dem Flieger, ne? Na gut, okay. Kann ich aber wirklich nicht empfehlen, mit dem Bus zum Fahren, vor allen Dingen diese lange, lange Strecke. Natürlich dann die Aircondition hat es ja nur entweder ein oder aus, 0 oder 1, digital. Das heißt also, die Aircondition ist an, volle Pulle ist das Ding an. Du hast im Bus vielleicht nur noch 16 Grad, ne? Also. Unmöglich. Und dann war die Strecke auch noch neu. Die hatten da die Hauptstraße hoch, dann da, die wurde neu dort jetzt gebaut. Konntest runter gucken bis ins Tal da unten rein. Dann, ja. Also es war eine ganz gefährliche Strecke auch damals da hochzufahren. Es war im Jahr 2012 muss das gewesen sein. Ja, 2011, 2012. Ne? Furchtbare Strecke.
Ja gut, wir waren auf jeden Fall angekommen da, halb jetzt erfroren, sehr unangenehm. Eltern jetzt besucht da, Schwester besucht, ne, und Bruder war dann auch da, der Lee war auch schon da. Ne. Ja, soll man sagen, also war eine lustige Familie da, ne, wurde auch dann gleich so akzeptiert, würde ich mal so sagen. Und hat man auch ein bisschen natürlich was vom Hinterland wieder da jetzt gesehen, wie man wirklich lebt in Thailand da, ne, und dass man da auch sparsam, vernünftig leben kann da, ne. Aber ich wollte nicht wieder mit dem Bus zurückfahren. So, dann sind wir nach Udon Thani und dann mit dem Flieger zurück. Hätte ich vorher gewusst, wie wenig Unterschied das nur macht, von wegen mit Bus oder mit dem Flieger, es waren vielleicht 1000 Baht Unterschied, hätte ich ja niemals gemacht, ne? Also, ich war dann noch nicht so informiert, was so Inlandsflüge kosten, ne? Also, informiert euch dann vorher, wenn ihr so eine Strecke mal jetzt fahrt, was der Unterschied ist zwischen Fliegen und Busfahren, ne? Ich kann den Flieger dringend empfehlen, nicht mit dem Bus zu fahren. So, wir haben dann 2013 geheiratet. Porn hat dann vorher natürlich noch dann Heiratsvisa habe ich dann ja gemacht. Sie musste A1 machen, ne, musste sie natürlich machen. Und dann kam sie nach Deutschland. Ja, jetzt werden vielleicht ja, viele sitzen hier und dann warten hier. Ja, wie hast du Porn genau kennengelernt und was war da jetzt genau? Porn ist da nicht so offenherzig. Porn möchte das da nicht so öffentlich bekannt geben, hat sie gesagt. Ne? Umschreib das mal ein bisschen. Mein Tilak, hat sie gesagt. Ja, gut, also muss man akzeptieren. Und habe ich dann auch so jetzt getan. Also, 2013 kam sie dann nach Deutschland hin und wir haben dann geheiratet. A1 gemacht, sagte ich schon, war auch wieder teuer hier mit Schule machen, ja. Und dann hat es nicht gleich geklappt hier mit dem A1, ist einmal durchgefallen. Deutsch ist ja auch schwer. Und dann war sie nochmal in Nachschulung gemacht, dann war sie in Bangkok nochmal. Nachschulung machen da und extra nochmal Schule machen. Du musst ja lesen, schreiben. Interview machen, ne? Und das ist schon verdammt schwer. Ne? Deswegen ist das auch sehr schwierig, wenn ihr jetzt eine ältere Frau nach Deutschland holen möchtest da und heiraten willst. Und diese Hürde mit A1 ist verdammt schwer für eine ältere Frau, wenn ihr 50, 60 ist. Ne? Und du musst denken, was hatten die früher hier für eine Schule? Ne? Das kriegen die gar nicht mehr rein dann. Ne? Finde ich auch wirklich. Wie soll ich sagen? Es ist scheiße. Ja, dass Deutschland auch das da wieder vorschreibt und da doch so manche Beziehungen dadurch schon jetzt kaputt macht, weil diese Hürde mit A1 ist schwer. Also das kann ich euch mal jetzt sagen dann da. Ne? Okay, Porn hat es auf jeden Fall geschafft. Und dann haben wir in der Mietwohnung gewohnt. Porn war auch in Deutschland schon sehr fleißig, muss ich sagen. Hat dann auch gleich nach Arbeit geguckt. Hat dann hier bei der Hausverwaltung, hat sie dann gleich, der jetzt einen Job, der jetzt bekommen da zur Hausreinigung. Hatte dann auch bei uns dann hier auf der Straße, da waren auch so fünf, sechs Häuser noch da, größere. Wo sie dann die Hausreinigung übernommen hat, da natürlich alles angemeldet, ist ja klar. Nee, nee, sie war echt da offiziell natürlich da angemeldet. Und ihre anderen Jobs, die sie hatte, hat sie natürlich auch alles natürlich offiziell angemeldet. Das ist ja selbstverständlich, dass da nichts an dem deutschen Staat vorbeigeht. Da habe ich natürlich für gesorgt. Ne? Wir wollen ja keinen Ärger haben. So. Auf jeden Fall hat sie da wirklich gut Geld verdient, muss ich sagen. Und man konnte also schon wirklich sehen, also die Frau ist wirklich fleißig, die ist auch so ehrgeizig, jetzt so wie ich dann da. Ne? Und dass wir beide dann da wirklich daran jetzt gearbeitet haben, dass wir dann wieder auf die Füße kommen dann. Ne? Ich habe auch damals schon jetzt gesagt, also ich habe nicht viel Geld da, ne? Sie braucht nicht hoffen da, dass sie in Deutschland kommt dann da und irgendwie in so einem Palazzo Protze wohnt. Ne? Das hat der Uwe alles nicht mehr. Aber die große Liebe war ja da und das zählt ja, ne? Ja, okay.
Was bei Porn natürlich auch dann noch jetzt verlangt wurde, war A2 machen. A2 heißt dann auch wieder nochmal hier Deutschkurs machen, mit deutsche Geschichte noch lernen da und deutsche Politik lernen. Und diese Geschichte geht so weit zurück bis zum Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler natürlich. Fragen, wann war die Reichskristallnacht? Wann war die Machtergreifung Adolf Hitlers? Wann war der Beginn des Ersten Weltkriegs? Wann war Ende des Zweiten Weltkriegs? Warum müssen Ausländer sowas lernen? Ist das wichtig? Brauchen die das? Oder soll da auch schon gleich der Schuldkomplex hier eingeprügelt werden? Ah, Deutschen sind da schlecht oder so. Muss das wirklich sein? Also nee. Das waren 330 Fragen. Ich habe diese Fragen, diese 330 Fragen, habe ich meine Mutter mal so ein paar Stichpunkte da so rausgepickt und habe sie jetzt gefragt, ob sie das alles weiß. Da musste sie auch einpacken. So verrückte Fragen in diesem Test da so drin. Ne? Verrückt. Na gut, hat sie auf jeden Fall dann auch gepackt. Und ja, dann machen wir jetzt mal einen Sprung hier. 2017 machen wir jetzt mal einen Sprung. Mal einen Schluck nehmen hier. Da ging es dann beim Daimler. Logistik wird fremd vergeben. Nicht aufgelöst, fremd vergeben. Ne? Fremdvergabe. Sparen dann. Ne? Zu der Zeit war ich da richtig dann in der Logistik drin. Und dann ging es ja dann auch hier wegen Abfindung machen dann. Ne? Daimler hatte schon vorher immer schon so ab und zu mal Abfindungsrunde da jetzt gemacht dann. Ne? Hat bei mir aber dann nie so richtig reingepasst vom Zeit her, also hat da nicht so richtig gepasst. Auf jeden Fall war es im Jahr 2017, gab es dann wieder ein Gespräch da, ne? Abfindung nehmen dann, ne? Ob ich möchte. Gut, hörte sich schon mal ganz gut an von der Summe her, aber man hat mir den Turbozuschlag nicht gewährt, ne? Ich wollte ja dann, wenn, dann will ich alles haben, ne? Bin halt mehr so ein Optimierer und habe ich dann gesagt, nee, will ich nicht. So, weil da fehlten nämlich dann, summa summarum, fehlten dann so 35.000 fehlten dann, ne, mit diesem Turbo-Zuschlag und sofort dann unterschreiben, ne, dann da. Na gut, okay, das war im Jahre 2017 im September September, Oktober. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall im Dezember 2017 sind wir dann ja nach Thailand wieder Urlaub machen und dann kamen wir ja hier hin. Jetzt sind wir in Thailand, jetzt sind wir hier. So, war ja ihre, oder ist immer noch ihre Tante. Und das Haus und Grundstück hier, diese Farm, die kannte ich ja auch schon vorher schon von meinen Urlaube hier. Ne? Wir waren ja dann öfters auch schon mal hier. Was heißt öfters, aber ab und zu mal. Ne? Und diese Farm hat mir immer schon gut gefallen. Ich dachte im Hinterkopf immer, sowas wäre es doch eigentlich. Ne? Ja. Ja gut, auf jeden Fall, wir haben dann die Tante besucht. Und dann ging es. Porn, willst du das Haus kaufen hier, das Grundstück kaufen, weil die Tante spielte. So, die hat also praktisch das Haus verspielt. Mafia stand hier schon vor der Tür, ne? So in dem Sinne da, ne? Und sie brauchte dringend Geld. Ja, und dann ging es ja los. Ne? So, was machen wir jetzt ja? Dann hat auf jeden Fall der Uwe dann den Preis nochmal runtergehandelt. Zu einem unschlagbaren Preis von 1 Million Baht. Ja, und gekauft. Ganz spontan habe ich das Haus dann gekauft. Mit dem Grundstück hier. Das heißt spontan, wir hatten ja vorher ja schon uns Gedanken natürlich gemacht hier von wegen Auswandern.
weil ich ja wirklich die Schnauze von dieser deutschen Politik wirklich dermaßen voll hatte. Ne? Und wie gesagt, dieser Arschtritt da, den ich da wirklich bekommen habe, dass ich mein Haus verkaufen musste da und alles verloren habe mit der deutschen Politik, ne? Habe ich gesagt, ja, ich will ja weg. Ne? Wir hatten ja vorher schon geguckt in Pattaya hier nach Villa oder so, ne? Das war ja alles nichts. Ne? Auf jeden Fall, das haben wir jetzt ja gefunden. Dann. Gut, dann haben wir da ja zugeschlagen und haben dann Anzahlung hier jetzt gemacht, dass wir das Haus dann kaufen. Kam ja auch dann sofort der Puja-Bahn hier und Kaufvertrag da jetzt gemacht. Ne? Und dann war das ja geritzt. So. Jetzt ging es zurück nach Deutschland. Das war dann im Januar 2018. So. Wie gesagt, die Logistik wurde ja dann aufgelöst. Fremdvergabe, die wo dann Abfindung nicht genommen hatten, die wurden ja dann verteilt in die Hallen dann und man hatte mir ja dann einen anderen Job dann gegeben. Ich kam dann raus aus meinem E-Wagen, sollte dann irgendwie hier mit der Ameise dann hier den ganzen Tag Regale befüllen, da Kiste schleppen hier, ne, und so. Dann kotzte mich da schon an, wo ich das im Dezember ja schon gehört habe, wo ich dann in Zukunft dann arbeiten sollte dann, ne. Ja gut. Januar 2018, erster Arbeitstag zu meiner neuen Stelle dahin und der Meister dann im Büro, ne, so, Uwe, jetzt erzähle ich dir mal, was du in Zukunft dann da machen musst. Und erzählte, ja, hier mit der Ameise fahren, Kiste schleppen hier den ganzen Tag. Ja, super Job und so, ne, ja, geil, ne, so. War natürlich der letzte Job, ne. Na gut, er schwätzte jetzt dann da. Und ich sagte so ganz cool dann, also dachte mir, ja, schwätzt du mal, ne, so. Als er dann jetzt fertig war, sagte ich, nö, mache ich nicht. Guck mir an, wie, mache ich nicht. Ich sag, nee, ich will Abfindung. Oh, sagte er. Das ist ja interessant so, ne? Aber es gibt ja keine mehr. Das Programm ist ja aus. Das Programm ist ja ausgelaufen im Dezember 2017. In der Zeit, wo ich dann schon weg war. Da ist das Programm ja ausgelaufen und das Programm gibt es ja gar nicht mehr. Ja, nee, sag ich, ja, das ist ja schacke. Ne? Ja, sagte er, aber gibt's Moment. Er ruft mal den Abteilungsleiter an, ja, ob er da was machen kann. Na gut, okay. Ich sollte mich mal unten hinsetzen dann und erstmal abwarten. Ne? Okay, dann habe ich an dem Tag schon mal gar nichts gemacht. Aufenthaltsraum unten sitzen und warten. Okay, keinerlei Entscheidung getroffen. Den nächsten Tag wieder hin. Ja, Uwe, ich habe noch keinerlei Informationen. Warte mal, ne? Ja gut. Ja, war ich glaube ich 3 Tage lang wenig zum Daimler hin und habe nur im Aufenthaltsraum unten da jetzt gesessen. Ich habe nichts jetzt getan, bis es dann mal hieß, ja gut, die Entscheidung wird noch gefällt vom Teamleiter, Werkleiter, die müssen da alles noch unterschreiben jetzt dann da. Ne? Ja, ich sollte doch noch meinen Resturlaub aufbrauchen. Na, ne? Du hast ja so noch Resturlaub oder nimmst noch mit neuen jetzt Urlaub. Aber du willst ja nicht mehr arbeiten und ich will dich jetzt auch nicht neu jetzt anlernen. Warte mal. Okay, dann bin ich dann Urlaub gemacht. Gewartet, dass da was kommt. Ne? Und dann kam nach 10 Tagen, kam dann endlich der erlösende Anruf. Da hat also mein Teamleiter, der Herr Mikus, genau, der war es ja. Der hat also noch ein gutes Wort da ein jetzt gelegt, dass ich dann da meine Abfindung bekommen habe. Und dann ging es eigentlich recht schnell, muss ich sagen. Hat man mich dann wieder ins Werk berufen. Gleich zum Personalabteilung dann dahin. Das war eine andere Seite da vom Werk da. Und ja, unterschreiben hier. Ziemlich formlos, ziemlich einfach und nichts dabei dann. Habe ich dann den Abfindungsvertrag dann da unterschrieben und damit waren dann 32 Jahre Daimler vorbei. Ne? Das war die einzigste Konstante in meinem Leben, da muss ich sagen, in den 32 Jahren,
die immer zu mir gehalten hat. Ne? Was heißt immer zu mir gehalten? Da gab natürlich auch mal ein paar Differenzen in der Firma, schon klar. Ne? Aber sonst im Großen und Ganzen muss ich sagen, also habe ich doch dem Daimler einiges zum Verdanken. Ne? Und ja, Dankeschön, muss ich sagen. Also echt gute Firma, war vom rechtlichen her, vom Lohn her, es war immer korrekt, muss ich sagen. Also du hast nie irgendwie auf dein Geld warten müssen, auch in der Zeit, wo mit Kurzarbeit war. Hatten wir auch mit gehabt. Es gab immer, du hast immer dein Geld bekommen, immer. Es war immer mit jetzt Gewerkschaft, es war nach Recht und Ordnung, so muss ich sagen. Es gab dort keine krummen Sachen da. Ne? Es war alles schon okay, muss ich sagen, dann da. Ne? Ja, 32 Jahre waren dann rum und lass dich mal überlegen, das Geld kam ein paar Wochen später, ein paar Monate später kam das Geld, ja ganz genau. Arbeitsamt hat natürlich nichts bezahlt, ist ja klar. Ne? Auch wieder eine geile Story, muss ich sagen. Ich war ja 32 Jahre lang beim Daimler. Okay, machen wir gut so rum. Hab dort ja immer meinen Arbeitslosenversicherungsbeitrag geleistet. So, jetzt nach 32 Jahren bist du dann arbeitslos, aber du bekommst ja kein Geld, ne? Ist ja klar. Du bekommst eine Sperre, bekommst du ja. Bei mir war es eine Sperre von 8 oder 9 Monate Sperre. Du hast ja Abfindung, heißt es dann ja. Du hättest ja nicht unterschreiben brauchen, ne? So. Bekommst du eine Sperre von so einer langen Zeit und bekommst dann kein Geld. Wahnsinn, ne? Wofür zahlt sich jetzt eigentlich ein? Naja, geil. Na gut, auf jeden Fall, ich war dann doch Gott froh, dass ich dann da im Mai ausgewandert bin. Mai 2018 haben wir dann unsere Koffer gepackt und sind dann nach Thailand gekommen. Ob das natürlich jetzt hier mein Ende ist, ob ich jetzt hier wirklich bleiben werde, also bei meinen Lebenskreuzungen würde ich das mal jetzt nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, was noch passiert. Ich hoffe es, dass ich hier bleibe und hier alt werde. Aber Garantien gibt hier keiner. Ne? Also ob es wirklich so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hoffe es, ich wünsche es. Ne? Gut. Ach so, jetzt gerade ganz aktuell ist ja jetzt hier in Thailand haben wir jetzt ja Maskenpflicht und auf der Straße auch. Also sobald du dein Haus da jetzt verlässt, 20.000 Baht Strafe. Das mal umgerechnet, wenn man das mal umrechnet. Jetzt ein normaler Thai verdient am Tag 400 Baht. Wenn man das jetzt mal umrechnet auf deutsche Verhältnisse, was da für Strafsummen kommen. Also ist natürlich schon, ja, es ist nötig, es ist ganz schlimm. Also dieses große C ist also wirklich also ganz schlimm. Da muss man solche Strafen machen, bin ich voll dafür. Ne? Also echt wahr. Ne? Oder vielleicht verschlägt Schicksal mich doch noch mal nach Tansania. Man weiß es nicht. Also keine Ahnung. Nein, ist nur Spaß. Ne? Aber so, was bringt die Zukunft noch? Ne? Du weißt es nicht, was die Zukunft wirklich bringt und wie sich das alles da noch entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Ne? Gut. Also, ob es das Ende ist, wir werden sehen. Gut, wir machen hier aber mit den Wegkreuzungen Schluss. Und jetzt die Frage an euch. Was wollt ihr weiter vom Uwe hören? Gibt es irgendetwas, wo wir eine neue Serie machen sollen, können? Was interessiert euch noch? Wie soll es weitergehen? Habt ihr noch irgendwelche Wünsche oder Fragen offen? Schreibt es in die Kommentare rein. Und dann kann ich da vielleicht noch mal eine andere Serie daraus machen, was euch interessiert. Gut, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren.
der Uwe aus Thailand und Tschüssli.